Ah, hier an Bord der, ne? MS irgendwas, ich weiß es nicht, ich hab's vergessen. Ich muss ganz kurz mal den Sound ein bisschen lauter machen. So, wir haben ja letztes Mal die Küche ein bisschen so untersucht und ja, das ist, ich wollte aber noch mal ganz kurz, ich muss jetzt ein paar Sachen klar machen. Also, wir sind jetzt hier, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier über die Karte, denn ich möchte mal ganz kurz, hier ist die Brücke, hier ist die Kajüte zum Kapitän. Ich möchte mal ganz kurz... Achtung bitte, eine Durchsage. Okay. Mike hat den besten Abendkleidentwurf eingereicht. Das ist amtlich. So, ich will mal ganz kurz gucken, ob es die, die sind da alle relativ entspannt. Okay. So, und wir, meine lieben Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt unseren ersten Wettbewerb, glaube ich, mal für uns entscheiden. Das probiere ich zumindest mal. Ich weiß nicht, ob ich da vorher speichern muss. Hier ist ja auch die schöne James-Bond-Musik, ne? Geschüttelt, nicht gerührt, sagen sie immer so schön. Irgendjemand drinks? Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Kann ich hier etwas von dem Bohnendip bekommen? Ich glaube, dieses kann ich hier etwas von dem Bohnendip bekommen, ist, glaube ich, die Stimme von Larry. Oft natürlich tief gemacht, ne? Und hier und da können wir dann hier irgendwie mal benutzen. Wir haben doch hier diesen Tranchiermesser, Klopapier, Überbrückungsdraht, Kumquats. Wie haben wir nicht letztes Mal den, doch, den Überbrückungsdraht. Gucken wir mal. Was habe ich, weiß ich jetzt nicht mal, einfach mal, ne, irgendwie, ne. Ach was? Überbrück mal das hier. Mit anderen Worten, er will nicht. Na gut. Okay, aber wir sind jetzt mal, komm mal hierher, Larry. Wir sind ja jetzt, sagen wir mal, wir haben uns, da ist die James Bond Musik wieder. So, guckt sie euch nochmal an, die ganze Gesellschaft, die das Pack da rumhängt. Ich, hatte ja schon gesagt, wir wissen ja, wir haben Bohnen gegessen, konsumiert. Und was sagte der, der ist ja da so schön, jedes Bündchen gibt ein Tönchen. So, da werde ich jetzt nicht dran riechen, Freunde. Ich glaube. Oh, diese Bohnen wirken aber wirklich gut. Yeah, ich hatte meine Cybersniff-Karte vergessen und die Nummer 5. Ich werde sie nicht freirubbeln. Ich glaube, das ist der Duft, wo ich fast von gekotzt hätte. Also es war auf jeden Fall ein Duft auf der Karte, ne? Also es funktionieren, wie ihr mitgekriegt habt, nicht mehr alle Felder, aber so einige tun's noch. Insofern, ne, hier. CyberSniff 2000, yeah. So, pass mal auf, jetzt gucken wir uns erstmal den Knaben der hier Croupier an. Der Croupier steht gelangweilt und teilnahmslos da. Vielleicht kannst du ihn ja aufmuntern. Das kriegen wir hin. Indem du eine Menge Geld verlierst. Eine Riesenmenge Geld mit Guybrush. Ihr wisst ja, ich habe einen Doppelklickfinger, da klicke ich einmal. Es ist immer ein Doppelklick, ist nicht. So, wir reden mal mit dem. Herr Croupier. So, Jacques. Wie heißen Sie? Jacques. Jacques. Amerikanisches Arschloch. So, Jacques. Wie heißen Sie? Jacques. Amerikanisches Arschloch. So, Jacques. Wie heißen Sie? Jacques. Amerikanisches Arschloch. Okay, wir möchten ganz gerne mal ein bisschen hier spielen. Benutzen. Wir könnten natürlich jetzt Ziege zinken, aber ich will einmal normal spielen. Ansehen. Das Namensschild des Croupiers mag zwar Jacques sagen, aber sein Gesichtsausdruck sagt... Ich werde bezahlt, ob du nun spielst oder nicht, Arschloch. Amerikanisches Arschloch. Was können wir da sonst noch machen? Andere Grapsen, Pissen, Klopfen? Können wir den drücken? Klar doch. Schubst dich selbst. Also ich möchte, wir müssen es ja. Wir müssen es ja irgendwie machen. Also insofern machen wir mal, ne? Wir wollen ja endlich mal einen Wettbewerb gewinnen. Ne? Wir wissen die anderen noch gar nicht. Wir haben so vieles noch nicht gesehen, die Leute, das glaubt ihr gar nicht. Aber wir nehmen erstmal unsere gezinkten Würfel hier. Die haben wir extra so schön gezinkt, ne? Mit den ganzen Hinweisen, ne? Aus dem Aufenthaltsraum von den Angestellten. Wir gucken mal. Macht's Ihnen was aus, wenn ich meine eigenen Würfel nehme? Tut mir leid, Sir. Ihre Würfel scheinen in Ordnung zu sein, aber Sie müssen mit den Würfeln spielen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Regel des Auses, verstehen Sie? Amerikanisches Arschloch. Der Craps-Tisch ist eine verwirrende Abfolge verschiedener Wettbereiche. Du hast keine Ahnung, was sie im Einzelnen bedeuten. Ich glaube, ich setze alles auf Kommen. Ach, Larry, ach, Larry, Larry. Guter alter Larry. Ja, Leute, ich,
Ich bin ehrlich, ich habe von Krabs gar keine Ahnung. Ich bin da komplett raus. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, da muss man würfeln und eine 7 und so. Und das ist. So, können wir jetzt mal spielen. Wir spielen erstmal so. Pass mal auf. Hier ist meine TLP-Punktekarte. Mhm. Schreib einfach den Wert von ein paar hundert Chips auf mein Zimmer. Machst du das, Kerlchen? Wird mich glücklich machen. Natürlich, Monsieur. Machst du das, Kerlchen? Wird mich glücklich Alles machen. Auf Kommen! Bei dem Stichwort. Wie kann ich da verlieren? Jawohl, Monsieur. Sofort, Monsieur. Hier sind die Würfel. Amerikanisches Arschloch. So, jetzt sind wir ganz kurz mal gut. Wir machen erstmal ganz normal. Ich will mal gucken, wie es so funktioniert. Los jetzt! Baby braucht ein paar neue Schuhe. Genau, der nächste Nippe auf Schuhe. Okay, dann nochmal. Also nochmal. Weitere 100 auf Kommen. Also ich meine die Kommen-Linie. Weißt du, die Linie mit, ja. Kein Problem. Nordstaaten, Arschloch. Jetzt sind wir schon Nordstaaten. Eben war nur ein amerikanisches Arschloch. Jetzt sind wir Nordstaaten. Also benutzen wir jetzt nehmen wir mal unsere gezinkten Würfel. Los jetzt, ihr Hündchen. Wow, lasst mich nicht hängen. Yippie, lass sie laufen, Junge. Jetzt würfel ich. Jawohl, es fluppt. Wenn's läuft, dann läuft's. Schau sich einer dieser Augen an. Oh, jütiger J. Schau sich einer diese Augen an. Oh. Hallo, Kleiner. Ah, hallo. Ich bin Dumi Moore. Wer? Ich? Oh, ich bin Larry. Larry Laffer. Es war nicht zu übersehen, was für eine Glückssträhne Sie hatten. Also, heute Nacht? Ja. Jetzt endlich kommt das Glück. Würden Sie mich in meine Kabine begleiten? Sofort. Auf ein etwas intimeres Würfelspiel? Yummy, yummy. Wo habe ich bloß den Gummi? Gerne. Was für ein Spiel denn? Strip-Lügen. Sie wissen doch, wie man Strip-Lügen spielt, nicht wahr, Larry? Aber sicher dat. Nö. Aber ich bin willig, es zu lernen. Ich auch. Wo befindet sich Ihre Kabine? Es ist die 510. Ich hole nur noch die Würfel und die Becher. Becher? Ein Körbchen Größe D wäre besser. Beeil dich, Larry. Ich warte auf deinen Einsatz. Wie wär's mit einem Drink, Larry? Ach, weißt du, im Moment bin ich nicht so durstig. Okay. Setz dich. Mach's dir bequem, Larry. Großartig. Was dagegen, wenn ich mir die Schuhe ausziehe? Schon gut. Weißt du, wie man Strip-Lügen spielt, Larry? Die Schuhe würde ich mir auf jeden Fall nicht ausziehen. Aber das werde ich schon rauskriegen. Mhm. Fangen wir an. Wir spielen mit dem, was wir jetzt anhaben. Okay? Na klar. Dann los. Der Idiot zieht die Schuhe aus. Ja, lass immer klacken. Kräftig durchschütteln. Es ist deine Wette. Okay, Dumi Moore, also gib mir mehr, ne? Das ist, das ist jetzt eine sehr drastische Wendung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es funktioniert, liebe Leute. Ich würde ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, mal speichern. So, Moment. Denn, wenn wir pleite sind, sind wir pleite. Sind wir tatsächlich pleite. Ich glaube, da hat sich nicht viel dran geändert. Auch bei den alten Spielen war das halt schon so. Ne, ihr wisst, im Casino, ne? Larry Sweet Larry Reloaded, ne? Wir mussten immer speichern, um die Automaten mehr oder weniger... Larry, weißt du, was Frauen wirklich scharf finden? Na, was denn, Baby? Unentschlossene Kerle. Okay, dann lassen wir dich... Ich schwör's. Dann noch ein Stimmt bisschen. Wirklich. Wann? Okay. Ein jütiger J, sagte er. Ne? Das ist der liebe Gott mit einem Buchstaben, in Kölsch, ne? J. So, pass mal auf, wir quatschen erstmal eine Runde. Glücksspiel, Baby, du hast aber ein paar nette Würfel. Ich habe dich noch nie im Casino gesehen. Och, ich bin immer irgendwo am Rand und warte. Du bist wohl eine ziemlich gute Spielerin. Bei sicheren Siegen bin ich besser. Das Problem ist, ich muss gleich hier um die Kamera gucken, weil die Kamera steht genau da, wo die Zahlenreihe steht. Und insofern... An- ja.
Was ist denn die beste Methode, bei diesem Spiel zu gewinnen, Yumi? Das ist leicht. Wette nie höher als das, was du in der Hand hast. Glaube nie, dass ich irgendetwas habe, was du brauchst. Oder dass ich irgendwelche Joker habe. Du lügst doch, oder? Darum geht's bei dem Spiel. Ja, Larry ist auf jeden Fall clever, ne? Beim Striplügen ist natürlich das Erste, was man macht, die Schuhe ausziehen. Da hat man ein paar Gegenstände weniger, die man ablegen kann. Aber das ist läffer. Hey, ist das überhaupt ein echtes Spiel? Für dich schon, Larry. Ich erwarte nämlich, dass ich dir alles abnehmen werde. Okay, wir gucken jetzt mal ganz kurz auf. Lass uns weitermachen, Larry. Wir haben doch gar nicht angefangen, Schwester. Lass mal ganz kurz die Spiele. So, Ziel, also, sie sitzen mit einer schönen Frau am Tisch. Und der Name des Spiels enthält den Begriff Strip. Wahrscheinlich kein altjüngferliches Spiel, okay? Next. So, sie wetten, wie viele Würfel mit einer bestimmten Zahl sich unter den beiden Bechern befinden. Das heißt, die Gesamtzahl der Sechser. Aha. Da sie nun wissen, was sich unter ihrem Becher befindet, müssen sie raten, oder aus Demis Witten ableiten, wie viel es insgesamt gibt. Okay. Ach du Scheiße. Oben links befinden sich zwei Kreise. Man kann da übrigens auch cheaten bei dem Spiel. Da erinnere ich mich dran. Während des Spiels können sie nur ihre eigenen Würfel sehen und die nur ihre. Zumindest bis jemand anzweifelt und beide Spieler ihre Würfel zeigen müssen. Zwischen den Würfelbechern befinden sich zwei L-förmige Bereiche, in denen die Spieler einige Würfel zeigen können. Später genaueres dazu. Unter jedem Becher befinden sich ein Bereich, in dem die verlorenen Würfel aufbewahrt werden und in dem die Lage, in dem ihre und Deweys aktuelle Finanzlage angezeigt wird. Okay. So, das Spiel ist bereit, Teil 2. Unten links befindet sich der Wettbereich mit dem Knopf, mit den Knopfs, die Sie zum Wetten oder Anzweifeln verwenden. Die Wettleiste geht von links nach rechts, wobei die niedrigste Wette 1, die höchste Wette 10 Sechser ist. Okay, 10 Sechser. So, zwischen den normalen Wetten gibt es auch noch Joker. Diese sind besondere Wetten nun und folgen einer anderen Reihenfolge. So ist beispielsweise zwei Joker eine höhere Wette als drei irgendwas und drei Joker höher als fünf irgendwas. Aha. Über der Wettleiste befindet sich ein Topf. Wenn Sie Würfel kaufen, kommt das Geld in den Topf. Wenn Sie Kleidungsstücke verkaufen, erhalten Sie Geld aus dem Topf. Derjenige, der zuerst kein Geld mehr, keine Kleider und keine Würfel mehr hat, verliert. Der andere Spieler kriegt das ganze Geld im Topf. Klar wie Kloßbrühe. Lesen Sie weiter und es wird noch besser. Aha. Spielen Sie eine Runde. Es wird mit 10 besonderen Würfeln gespielt. 5 für jeden Spieler. Jeder Würfel hat einen Joker statt einem einzelnen Auge auf einer Seite, die gleiche Funktion wie beim Kartenspiel hat. Aha. Jede Runde besteht aus 4 Schritten. Erster Schritt ist automatisch gewürfelt, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Pause. Aha. Next. Ein Spieler macht die erste Wette. Es gilt Ladies first, aber Dewey ist trotzdem zuerst dran. Nach der ersten Runde macht der Sieger der vorigen Runde den Anfang. Okay. Der andere Spieler erhöht und oder zweifelt an. Wenn sie erhöhen, können sie auch einige Würfel zeigen. Aha. So, nach einem Anfang zweifeln, kann der Verlierer einen verlorenen Würfel für 100 Mark zurückkaufen, wird in den Topf einbezahlt. Wenn er pleite ist, versucht einen Würfel nachzukaufen, verkauft er automatisch ein Kleidungsstück, um zu Geld zu kommen. Je nach Kleidungsstück ist es 100 bis 300 Pfeifen wert. Okay. So, dann geht es mit der nächsten Runde weiter, der Sieger platziert die erste Wette und so weiter. Aha. So, überlegen Sie nach den Würfeln genau, wie viele von jeder Zahl und oder wie viele Joker Sie im Spiel wohl im Spiel sind. Wetten Sie mit Ihrer Wettleiste unten rechts im Bildschirm. Nicht vergessen, Joker zählen genau so hoch wie die jeweiligen Wetten. Aha. Wenn die Wette also auf 5 Sechser lautet, alle Joker als Sechser. Okay, das habe ich halbwegs verstanden. Wenn die Wette auf 6 Dreier erhöht wird, werden alle Joker als Dreier gezählt. Sie können auch direkt auf die Joker wetten, indem Sie auf Joker eine Leiste klicken. Okay, next. Mhm. Klicken Sie auf die Anzahl der Würfel auf die Zahlenleiste und die Wette auf den Würfeln rechts, um Ihre Wette einzugehen. Wenn Sie in der Leiste auf einen Joker klicken, wetten Sie nur auf einen Joker. Alle anderen Würfel können 2, 3, 4, 5 oder 6 anzeigen. Klicken Sie auf den Knopf Wetten, sobald Sie eine gültige Wette ausgesucht und wahlweise einige Würfel angezeigt haben. Später, wie viel kommt denn da wohl noch? Beispiel zum Wetten. Sie glauben, auf dem Spielbrett befinden sich mindestens 3 Sechser. Klicken Sie zunächst auf das weiße Kästchen über der Zahl 3. Und
Und auf die Zahl 3 klicken Sie dann auf den Würfel mit 6 Augen rechts. Was? Okay, Sie wetten anschließend den Knopf rechts. Okay, next. Sie glauben, es befinden sich 3 Joker auf dem Spielbrett. Klicken Sie auf die Ziffer 3 unter dem Joker. Müssen Sie keine Würfel klicken. Okay. Nach Ihrer Wette erhöht sich... Im Moment, nach Ihrer Wette erhöht Dewey... Dumi. Entweder oder sie zweifelt an. Wenn sie erhöht, sind sie wieder in der Reihe. Dann können sie wiederum erhöhen oder anzweifeln. Nicht vergessen, bluffen sie auch nach erstens los. Schließlich heißt das Spiel Strip Lügner, okay? Mhm. Erhöhen sie den Wert. Ach Gott, oh Gott, liebe Leute, das ist... Anzweifeln, pass mal auf. Ich klicke das jetzt mal hier durch. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe ja eine zeigen neue Würfel. Ich habe ja eventuell bluffen, lügen, führen können. Außerdem haben sie Spaß, Kids. Okay, pass mal auf. Dann, das ist alles ein bisschen, wie wir machen. Eine machen wir mal. Wo gibt es jetzt hier Anzweifeln? So, muss ich jetzt hier draufklicken oder was? 4. Ach ne, Moment, das geht zurück. 1, 2, 3. Jetzt kann ich, glaube ich, würfeln, oder? Sind das jetzt die, die ich behalte? Ne, Moment. Ne, doch. Wo würfel ich nochmal? Moment. Hier zeigt ihr jeweils eure Würfel, wenn ihr den anderen davon abhalten wollt, die Angabe anzuzweifeln. Aha, okay, okay. Ja, dann... Was haben wir hier? Dumi trinkt ausschließlich Riesenbeule. Riesenbeule, aha. So, aber wo würfel ich denn jetzt? Dieser Bereich ist Dumis Würfelbecher. Normalerweise sind ihre Würfel nicht sichtbar, außer wenn einer von euch die Punktzahl des anderen anzweifelt. Okay, pass mal, wir machen jetzt mal Folgendes. So, ganz kurz mal gucken. Wir sagen 5-mal... Jetzt mach schon und trau dich, Larry. 5-mal die 5. Wetten. So, wo kann ich jetzt wetten? Wetten. Du musst deinen Einsatz erhöhen, Larry. Okay. Ich dachte, du wüsstest, wie man dieses Spiel spielt. Entweder du bietest höher oder du erhöhst die Zahl auf dem Würfel. So, wo kann ich denn anzweifeln? Wo wette ich denn? Moment, Spielregeln, wetten. Du musst deinen Einsatz erhöhen, Larry. Ich dachte, du wüsstest, wie man dieses Spiel spielt. Ja, das ist schon wahr, aber deine verlorenen Würfel. Wo mache ich denn die Kohle hier rein? Verdammte Kacke. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal lesen. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay, nochmal gucken. Next. Ach, fuck. Moment, wie wetten wir denn? Worum geht's? Das Spielteil 1. Spielbrett haben wir verstanden. Spielen wir das hin? Erster Schritt. Ladies first. Erhöht oder zweifelt an? Ja gut, dann zweifeln wir. Lass sie sehen. Wenn du es hast, dann hast du es. Ich kaufe einen Würfel. Okay, verstanden. Okay, sie hat auf 4 Joker gesetzt, es sind aber nur 3 drin gewesen. Das heißt, sie hat jetzt einen Würfel verloren. Und, gut, Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. Sie sagt 4 Dreien. 4 Dreien, sagen wir mal. Sagen wir mal 5 Dreien. Dann macht sie wahrscheinlich 6 draus. Wenn sie 4 Dreien hat, wir haben 1, 2, wir haben 3. Machen wir mal 6. Wetten. Ich glaube, das kommt der Wahrheit schon näher. Ich glaube nicht. Ich dachte, ich hätte dich. Ich kaufe einen Würfel. Okay, das heißt, läuft gar nicht schlecht, Freunde. Ne? Wir, jetzt habe ich es auch ein bisschen verstanden, wie es funktioniert. Ne? Bei manchen fällt der Groschen, wenn man vorliest. Ne? Also wenn ich vorlese, kriege ich immer nur andere Sachen mit, als wenn ich normal lese. Und ich wollte ja ein bisschen ne, Entertainment und so. Okay, pass mal, wir gucken jetzt mal ganz kurz. So, wir haben... Wir mindestens 2 von denen hier wetten. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Und noch ein bisschen höher.
Spürst du schon den Druck, Larry? Okay, das heißt, er hat angezeigt. Dann zeigen wir mal ein 2 und sagen 4. Und zurück an dich. Ich kann's leider nicht ändern. So. Du bist dran. Das heißt, sie müsste jetzt 3 Stück haben, das zweifle ich mal. Zeig her. Aber dann kriege ich dich eben beim nächsten Mal. Okay, Schwester. Ich kaufe einen Würfel. So. Und die Leute, wie der ganze Scheiß hier weitergeht. Ne? Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich werde das nochmal speichern und zwar unter Zocken. Weil ich glaube, wenn wir pleite sind, sind wir echt pleite. Dann haben wir keine Chance mehr. Ne? Und das müssen wir gucken. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Liebe Leute, ich sage das mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, die gute Dummy Moore, die kaufen wir uns in der nächsten Folge. Liebe Leute, macht gut euren Spiegel 45. Ich sage ciao.